Hi Leute und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Yeeha! Das, so ein bisschen den Platz von Monster Tales einnehmen wird, wobei ich glaube, dass dieses Spiel gar nicht mal so groß ist. So, also ich habe die erste World mal durchgespielt. Ich meine, es ist keine große Überraschung, dass es hier Welten gibt in Mario. 3D World. Okay, egal. Was das Symbol unten links im Bildschirm ist, werde ich euch auch irgendwann noch zeigen, aber jetzt gerade nicht. Yay, funktioniert sehr schön. Ich spiele mit dem Pro-Controller. Ihr habt gesehen hier, Welt 1 habe ich schon ein bisschen was gemacht. 19 Leben. Ja, es ist, ich war noch vor Bowser. Aber ich würde gerne neu starten. Es wird kein Blind-LP, sondern ein 100%-LP. Ich werde eventuell offscreen immer ein bisschen vorausspielen und mir schauen, wo die ganzen Dinge sind, so dass ich da relativ schnell durch die Level komme. Aber natürlich, wir schauen uns schon den Level schön um und so. Keine Sorge. Bam! Und ich würde sagen, wir beginnen auch gleich mal mit meiner Lieblingsfigur hier. Peach! Ja. Jeder der vier Figuren, das nehme ich meinen eigenen Satz schon voraus, hat bestimmte Fähigkeiten. Das ist auch neu. Was auch neu ist, ist, dass es ein Multiplayer 3D Mario ist. Aber ich werde es alleine spielen. Erstmal. Mal schauen, vielleicht finde ich ja noch jemanden, der es mit mir mal zusammen ein paar Runden zockt, aber ich kenne niemanden, der so viel Zeit hätte und so ein Jump'n'Run-Fan wie ich ist, der dann das Ganze zusammen togethern würde. Er müsste ja dann auch herkommen zum Zocken oder ich zu ihm, deswegen ist das immer ein bisschen doof. Ja, aber so wird es auch okay sein. Ja, schon mit Peach anfangen. Und ich zeige euch natürlich jeden Charakter. Aber erstmal gibt's Story. Oh, Hilfe! Meine lieben Freundinnen wurden von bösen Bowser entführt. Es gibt da die Lilan und die Blauen und die Gelben und die Orange und... Ah! Bowser! No! Tja. Und damit beginnt die Geschichte. Ich schätze mal, wir sollen diese Pixies... Wie heißen die Dinger? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die hatten einen Namen. Oh, Peach! Nein! Ich gehe natürlich voraus rein. Bam! Und ja, eine neue Welt öffnet sich durch die Glasröhren. Wir haben vorhin auch schon gesehen, es gibt ein paar neue Power-Ups, wie man es üblicherweise aus dem neuen Mario kennt. Normalerweise zumindest. Und da wären wir schon in der Welt. Auch neu, ein neues System. Finde ich eigentlich recht gut. Wir haben so eine Mischung aus Overworld... ein bisschen eine Mischung aus Overworld im Stile von Super Mario Galaxy 2 und eine normale Overworld wie bei Super Mario 64. Wir haben hier eine frei bewegliche Oberwelt und es gibt halt ein paar Level, aber es gibt halt auch Geheimnisse. Das ist das Coole, wobei wir können nicht wirklich hochspringen, wir können nicht mehr auf diese Hecken drauf. Und wir können rennen. Was? Wirklich? Ich hätte gehofft, dass... Oh, kann man die Steuerung umstellen? Na, ich muss mal links schauen. Ich spiele zum ersten Mal mit dem Controller. Also ich habe vorher mal kurz ausprobiert und er hat sich viel ein bisschen besser angefühlt wie das klobige Gamepad. Vor allem, da der zweite Bildschirm sowieso nichts bringt. Wir können rennen mit Y. Ja, ist Y. B können wir springen und wenn wir gedrückt halten, können wir kurz gleiten. Deswegen finde ich Peach eigentlich ziemlich cool. Vor allem für viele Geheimnisse und für etwas, was ich euch nachher am Ende des Levels noch zeige. Und wir können einen schönen Handstand machen. Juhu! Das erste Mal, dass man Peach so spielt, glaube ich. Na gut, außer Super Mario Dings 3. Super Mario Land 3. 2, sorry. Super Mario Land 2. Boing, wir haben schon das erste Power-Up. Ich komme nicht mit dem Erklären hinterher. Wir können schlagen. Wir können springen. Wir können Wände hochklettern. Das kann ich euch jetzt schlecht zeigen. Bam, bam, bam.
So, gehen wir auf die Glasröhre. Bam. Ich liebe das Power-Up. Das ist ein Angriffs-Power-Up. Und das macht es ziemlich gut. Erstmal gibt es hier nochmal eins. Wir können natürlich immer eins in Reserve halten, wie man das auch von den neueren oder von Super Mario 3D Land kennt. Das Spiel orientiert sich ja sowieso schon ein ganzes Stück an Super Mario 3D Land. Auch eins meiner Lieblings-Marios auf dem Handheld. Hopp, und wir können die Wände hochklettern. Wuhu! Da oben gibt es schöne Münzen. Wuhu! Deswegen möchte ich es auch nicht blind spielen. Es gibt so viele Geheimnisse hier. Und das wird... Oh, ich bin beinahe runtergefallen. Später noch schlimmer, würde ich mal behaupten. Hopp, das können wir auch machen, wenn wir in der Luft nochmal Y drücken. Ja, wir können auch, glaube ich, immer zweimal an die Wände gehen, bevor wir wieder runterfallen, richtig? Eins. Ja, dann fallen wir runter. Kleines Detail, wollte nochmal sagen. Hopp, ne, hopp. Ne, damit. Komm, kaputt mit euch. Und ich mag die Steuerung halt wirklich. Sie ist extrem genau. Das kann man jetzt gar nicht so gut rüberbringen. Aber man muss sich dran gewöhnen. Im Prinzip hat man nur 8 Richtungen. Man kann nicht frei Richtungswahl machen, wie bei den meisten anderen Mario 3D Marios. Also es geht immer nur... Hi, Goomba. Ja, es gibt, glaube ich, so noch ein paar Zwischenstufen zwischen 8 Richtungen. Na doch, könnte 16 Richtungen sein. Aber auf jeden Fall fällt es zum Beispiel leicht, auf einer Röhre geradeaus zu laufen. Oder generell immer in einem bestimmten Muster zu laufen. Ich hätte jetzt kein Problem, hier ein Viereck zu laufen, wie ihr seht. Es ist alles ein bisschen nach und raschter. Wir können jetzt entweder unten durch. Wir hätten auch aber oben drüber laufen können. Auch ein nettes Detail, finde ich. Boing. Yay. Hier gibt es immer einen Hinweis, wo wir hin müssen. So groben Überblick, könnte man sagen. Und der Hase leuchtet mir zu grün. Yep, da war ein grüner Stern. Es geht nämlich darum, grüne Sterne zu sammeln. Und wie schon gesagt, ist alles etwas heftig. Oder schnell zum Erklären, weil wir hier so viel Neues vorgesetzt bekommen. Das ist wirklich cool. Okay, da oben müssen wir gleich jetzt eine kleine Challenge erledigen. Das natürlich wie immer im Mario-Level gibt. Erstmal hier unten noch. Das ist nicht wichtig. Ich weiß, egal. Eine Sache wollte ich noch probieren. Nein, das funktioniert nicht. Was ist das denn? Kamerasteuerung. Oh. Okay. Wollte ich nicht. Okay. Der Rest bringt uns nichts. Nö. Fortsetzen bitte. So. Schade, dass man nicht auf den... Naja, macht vielleicht auch auch Sinn, dass man auf dem Schulterbutton Weitsprung machen kann, beziehungsweise sich ducken kann. Kann man sich hier eigentlich rollen? Ich habe es bisher noch nicht gesehen, aber das ist eine ganz coole Attacke. Das gefällt mir. Okay. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, diese Röhre. Bam, bam, bam. Und was es auch noch in jedem Level zu sammeln gibt, sind diese Stempel, die man dann im Miiverse benutzen kann. Keine Ahnung. Ich könnte eigentlich auch mal meinen Freundescode noch in die Beschreibung schicken. Bist du mein Name? Ja doch, hier ist der Name, nicht Freundescode. Bam, bam. Und jetzt müssen wir gleich eine kleine Challenge machen. Hier gibt es nämlich auch Hasen. Bam. Der hier gibt uns nur eine Münze, aber der hier da hinten gibt uns was Besonderes. Und sobald wir das haben, müssen wir rennen. Deswegen mache ich das mal. Na, ich würde dich gerne drüben anhalten. Komm, jetzt. Bam. Nämlich einen Riesenpilz. Den kennt man auch schon auf anderen Marios. Und der ist eigentlich immer wichtig. Naja, oftmals wichtig, nicht immer wichtig. Aber auf jeden Fall müssen wir hier schnell durchkommen. Denn da hinten gibt es was, was wir nur mit dem Pilz machen können. Und ich möchte das gerne beim ersten Durchgang. Bam, 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 bam. Nämlich ein grüner Stern. Damit haben wir schon alle in dem ersten Level. Jupp. Das wird ein etwas schnellerer Durchgang, wie gesagt. Denn ich kenne ja schon vieles. Okay. Wenn man aber hier ein anderes Power-Up nimmt, muss man natürlich wieder zurückwechseln. Ups, wollte ich nicht. Bam. Hier unten durch. Hier gibt es nämlich ein Leben. Hab, und wieder hoch oben. Ah ja, nach einer Weile rennen wird man übrigens schneller. Dann haut Peach ihren Boost rein, aber das kann jeder Charakter. Erstmal hier. Bam, bam, bam. Naja, gut. Passt schon. Hier auch. Diese Linie zu verfolgen ist sehr leicht. Oh, normalerweise. Bam, 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 bam. Gab es hier noch irgendwas? Ich glaube, hier war noch ein Pilz irgendwo. Nicht? Boing. Ich finde diese
Bäume schon sehr interessante Formen, aber gut. Hopp. Boing. Da. Ja, da war's. Komm, her. Den können wir eventuell gebrauchen. Jetzt, das Katzen-Power-Up erlaubt uns ein bisschen zu cheaten für die Flagpoles. Boing. Einfach mal hochrennen. So bekommen wir auf jeden Fall eine goldene Flagge. Auch noch ein Element, was ihr eventuell aus Super Mario 3D Land kennt. Da gab es, glaube ich, auch eine Belohnung am Ende, wenn man alle Goldflaggen bekommen hat. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was es war. Habe ich es überhaupt jemals gesehen? Ich glaube, ich habe es noch nicht mal gesehen, was es war. Auf jeden Fall gab es da eine Belohnung, soweit ich weiß. Jo, mal schauen, ob es hier auch gibt. Ich werde versuchen, überall alles zu bekommen. Ah. Wenn man das A und B vertauscht im Vergleich zum Xbox-Controller. Auch wenn ich Nintendo-Player bin, ab und zu spiele ich dann noch mit Xbox Gamepad und dann tut mich das auch ein bisschen irritieren. Naja. Und ich finde es zwar cool, dass man dann den Speicherstand kopieren kann. Das hilft sehr beim Let's Playen. Okay, wir können eigentlich nichts anderes machen, als gleich in die nächste Welt zu gehen. Jo, es geht auf jeden Fall ein bisschen langsamer voran als Super Mario 3D Land. Das finde ich ganz gut. Wir werden auch noch die anderen Charaktere spielen. Bam. Dann nehme ich das mal mit. Haha. Bam. Die Panzer sind etwas robuster geworden. Die Koopas sind auch etwas größer geworden. Hallo. Könnte ich bitte? Thank you. Bam. Aber ich, ja. Man kann jetzt die Panzer nicht mehr mit allem Möglichen zerstören. Die sind etwas arg viel robuster geworden. Ah, damit. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Egal. Hier unten kommen wir trotzdem entlang. Aber will ich noch gar nicht, denn hier oben gibt es ein Feuer-Power-Up. Nehmen wir doch mal mit. Juhu. Peach mit Feuer-Power-Up. Das gab es bisher auch noch nicht. Eine absolute Neuheit. Ah, hier. Bam. Selbst wenn wir auf den Panzer... Boah. Hilfe? Huch. Moment. So wollte ich es eigentlich machen. Bam, bam, bam. Gleiche Regeln wie immer. Wenn man Rennen gedrückt hält, kann man Items aufnehmen. Das sollte jetzt nicht sonderlich neu sein. Hi. Hi, lieber Panzer. Man kann aber Panzer stoppen. Nur, man kann sie nicht mehr zerstören. Ich weiß nicht, ob das früher... Also früher ging das immer, denke ich. Müsste eigentlich... Okay. Hier noch irgendwas. Bam. Ich habe irgendwie noch keinen grünen Stern. Ah, da stimmt. Da war nur das hier. Bam. Haha. Aber die Koopas kann man noch zerstören, ja. Hey, wirklich nichts? I'm confused. I don't trust this. Wir können auch hier nach links gehen. Man kann sich frei in den Röhren bewegen. Oder, ja, nicht ganz frei bewegen, aber man kann bestimmen, wo man entlang geht. Ah, ja, da oben sind noch ein paar Münzen. Da möchte man das doch auch mitnehmen. Right. Ja, die sind natürlich wie immer getimed, diese Blöcke, wo so viele Münzen rauskommen. Man kann Peach unter den Rock schauen. Okay, nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Hopp, dam, dam. Und was ich als erstes gedacht habe, als ich da das letzte Mal vorbeikam, ist, da ist doch garantiert da oben was, oder? Jupp, und da ist tatsächlich was. Sehr schön. Hier ist nämlich was Besonderes. Nicht nur, dass man das halbe Level überspringen kann. Nope. Da müssen wir eh wieder zurück. Weil da, glaube ich, noch was war. Hier gibt es eine goldene Röhre. Hopp, rein da. Bam, bam. Nice. Und hier gibt es gleich mal einen Haufen Panzer. Huch. Meine Feuerbälle. Stoppt. Stoppen die hier gleich wieder. Das gefällt mir gerade nicht. Oh Gott. Das war jetzt nicht so gut. Komm. Na, ja, okay, machen wir es jetzt so. Bam. Hä? Das geht nicht durch alle durch? Okay. Ich dachte, das würde jetzt alle Blöcke zerstören, meine Stampfattacke. Aber Peach hindern ist wohl doch nicht so bombastisch oder so. Was rede ich da eigentlich? Keine Ahnung. Egal, weiter geht's. So, Peach rennt. Luigi mag ich auch. Und hier durch bitte. Thank you. Können wir mal kurz die Dinger zerstören, aber die bringen uns nichts. Da ist natürlich wie immer ein schöner Mittelpunkt. Wie hat man die nochmal? Ah, genau. So war's. Hopp. Dieser Zeitwärtssprung, den man aus Super Mario 64 und so und eigentlich Galaxy auch, ja doch, auch kennt, geht natürlich hier auch. Woohoo. Nice. Also, um mal vorwegzunehmen, es ist kein neues 3D Mario, das haben die auch gesagt und das ist auch okay. Aber es ist sehr gut, das Spiel.
Was ich bisher so gesehen habe, zumindest. Komm. Ah, ich möchte auf jeden Fall den grünen Stern. Sehr schön. Und dann nicht getötet werden. Das wäre schon mal ein guter Vorteil. Da unten war, glaube ich, wieder eine Blume. Die hole ich mir gleich. Oh, Mini-Gumbas. Die sind genauso gefährlich wie große. Nur sind sie viel kleiner, was sie eigentlich sogar gefährlicher macht. Renn. Damit. Oh, jetzt haben wir eine Feuerblume verpasst. Wow, die sind schnell. Der Fuck. Die verfolgen mich durch Röhren. Mein Gott. Okay, hier sind ein paar Münzen. Die holen wir natürlich auch. Wie schon gesagt, zwar weiß ich, wo alles ist, aber ich werde mir trotzdem Zeit nehmen. Hopp. Ah, hä, der Block war letztes Mal nicht da, ehrlich gesagt. Habe ich sogar extra nachgeschaut. What the fuck? Ach, wie habe ich den nicht bemerkt? Naja, hier oben ist eine geheime Röhre. Die nicht ganz so geheim ist, die uns aber zum Stempel führt. Boing. Sehr nice. Hm, soll ich das Katzenpower-Up jetzt schon nehmen? I believe so. Andernfalls wird es sehr nervig hier. Okay. Geben wir mal wieder das Katzenpower-Up. Bam, bam, bam. Nice. So kommen wir leicht an denen vorbei und haben alle Items schon eingesammelt in diesem Level. Bam, 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 bam. Sehr schön. Boing. Und haha, Goomba. Ah, eine Sache. Weitsprung habe ich euch ja schon gezeigt. Sehr oft nützlich. Bei Peach vor allem, wenn sie mal... Na, wobei, mit dem Katzenanzug müsste es eigentlich auch gehen. Hm. Irgendwie ist sie gerade nicht so hoch gesprungen, wie ich gedacht habe. Aber gut. Da geht's auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass man manche Flagpoles nur Gold machen kann, wenn man auch den Katzenanzug hat. Was irgendwie komisch ist, aber gut. Boing. Ein weiteres Level. 100%. Taucht sie jetzt schon auf? Nein, offenbar noch nicht. Okay. Ich habe jetzt schon mal etwas erwartet, das noch nicht da war. Okay. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal hier drum.